Also dieses Jahr haben wir ja so einige verrückte Smartphones gesehen, unter anderem horizontal faltbar, vertikal faltbar, zwei Bildschirme direkt nebeneinander. Man merkt auf jeden Fall, dass die Hersteller am Experimentieren sind und jeder versucht aus der Masse herauszustechen. Doch sie haben alle ein gemeinsames Problem. Jeder davon hat einen Preis, den man gegenüber ein normales Smartphone in Kauf nehmen muss. So gesehen ein kleines Opfer, um den Luxus zu genießen. Bei den faltbaren Displays muss für die Faltung des Displays ein weiches Material genommen werden. Das führt zu deutlich kratzempfindlicheren Displays und eine sehr unschöne Erhöhung genau in der Mitte. Bei dem letzten Versuch von LG mit dem Velvet konnte man einen zweiten Screen dazu holen und ransnappen. Das Problem hier ist, dass man immer beide Bildschirme nutzen müsste oder eben den zweiten Bildschirm im Rucksack mitschleppen müsste, um den bei Bedarf herauszuholen. Nun hat LG mir ein neues Smartphone in die Hand gedrückt, nämlich dieses hier. Das ist das LG Wing und das kann das. Mit dem Wing hat LG nun ein Smartphone rausgebracht, das anfangs beim für ein fragliches wofür sorgte und nach langer Nutzung mit einem dafür antwortete. Hey, ich bin Kong und das ist meine Erfahrung zum LG Wing. Da dieses Smartphone kein gewöhnliches Smartphone ist, werde ich das Video ebenfalls nicht gewöhnlich gestalten, sondern versuche euch wirklich den Nutzen hinter dem ganzen System näher beizubringen und wie das Besondere an diesem Smartphone mir im Alltag einen wirklichen Mehrwert bieten konnte. Aber fangen wir doch erstmal beim Lieferumfang an, was echt ebenfalls nicht etwas Normales ist. Neben dem Wing bekommt man nämlich noch zusätzlich zu den üblichen Sachen wie USB-C-Kabel und 25 Watt Ladeadapter, wobei das sogar keine Selbstverständlichkeit mehr ist, eine SIM-Nadel, ein Hardcase, das auch wirklich vernünftig aussieht und sogar Schutzfolien für beide Bildschirme. Kommen wir zu der Optik, sehen wir hier die Farbe Illusion Sky. Finde ich persönlich wunderschön und wirklich sehr schwer für die Kamera darzustellen, da es je nach Blickwinkel eine andere Farbe darstellt. Drin befindet sich ein 4000 mAh Akku, der bei normaler Nutzung 10 Stunden 30, beim Streaming 9 Stunden 36 und bei Dauerbelastung 6 Stunden 24 hält. Die Werte sind jetzt nicht schlecht, aber auch nicht auffallend gut. Betrachten wir das Gerät von vorn, fällt einem direkt das extrem hohe Format auf, denn mit einem Seitenverhältnis von 25,5 zu 9 geht es sehr stark in die Höhe. Diese Höhe ist aber zwanghaft notwendig. Nämlich hierfür. Die perfekte Beschreibung hierfür wäre wohl weird, but pretty cool. Mit einem Zwirbel kann man das Smartphone in einen sogenannten T-Mode versetzen, um es sowohl horizontal als auch vertikal zu nutzen. Insgesamt fühlt sich das Smartphone einfach super hochwertig an. Das liegt aber auch unter anderem am Gewicht, denn mit 260 Gramm wiegt das 24 Gramm mehr als das iPhone 12 Pro Max und doppelt so viel wie das iPhone 12 Mini. So, genug von den Specs, kommen wir nun zu dem, warum und wofür das hier gut sein soll. Sobald ich dieses Handy jemandem in die Hand gedrückt habe, kam immer die gleiche Aussage. Es ist zwar ziemlich cool und diese Aufschwungbewegung fühlt sich überraschend befriedigt an, aber was soll man damit machen? Und um diese Frage zu beantworten, teile ich das Ganze in zwei Kategorien auf. Offensichtlicher Nutzen und den Nutzen, mit dem man am Anfang überhaupt nicht gerechnet hat. Fangen wir mit dem offensichtlichen Nutzen an, Google Maps und Spotify. Wer von euch mal eine längere Strecke mit dem Navi gefahren ist, sollte mit dem Problem vertraut sein. Auf dem Handy läuft die Karte und während des Fahrens möchte man plötzlich die Musik wechseln. Wenn das Auto nicht unbedingt das neueste Modell ist, kann man dies nicht am Lenkrad oder direkt an der Konsole einstellen, sondern muss auf dem Smartphone die App wechseln und dort die Musik ändern. Ist während des Fahrens vielleicht nicht das sicherste, schlimm ist es noch, wenn man einen Anruf machen muss oder angerufen wird, denn genau dann kann man nicht mehr auf die Karte schauen. Hier ist das Wing ein richtiger Lifesaver, denn da kannst du auf dem Hauptbildschirm Google Maps nutzen und auf dem kleinen Bildschirm den Player oder das Telefon. Ein Lied wechseln, say no more. Gimbal Mode. Das nächste offensichtliche ist ein Feature, mit dem LG extrem stark wirbt, nämlich der Gimbal-Modus. Hier werden Videoaufnahmen mit einer wirklich beeindruckenden Leistung stabilisiert und man erhält wirklich die Funktion eines Gimbals. Das Beeindruckendste ist ein Joystick auf dem kleinen Bildschirm, womit man die Kamera bewegen kann. Wie soll das Ganze funktionieren, wenn sich hier physisch nichts bewegt, fragt ihr euch? Das Ganze passiert über die Software. Ein Weitwinkelbild wird vergrößert und so den entsprechenden Bereich für die Software dargestellt. Beeindruckend ist es deswegen, weil die Software es wirklich schafft, das Ganze vernünftig und realistisch darzustellen. Auch wenn das Ganze ziemlich cool ist, ist es in meinen Augen mehr ein Gimmick, das ich im Alltag eigentlich so gut wie nie genutzt habe. Textdokument-Browser oder Chatfenster und Tastatur. Wer einen relativ langen Text schreiben möchte, wird das hier wirklich schätzen, denn hier kann man die Tastatur, die sonst im Querformat die Hälfte des Bildschirms einnimmt, unten geöffnet werden und so den gesamten oberen Bildschirm zum Darstellen von Inhalten genutzt werden. Erweiterung von Spielen.
Bei einigen Spielen, bei denen das zweite Bildschirm bereits implementiert wurde, gibt es zusätzliche Funktionen wie zum Beispiel eine Karte auf dem zweiten Screen. Leider sind die meisten Spiele aktuell nicht für zwei Bildschirme optimiert. Worauf ich aber sehnlich warte, ist ein Emulator, dem es erlaubt, auf dem kleinen Miniscreen einen Joystick darzustellen und es als Joystick auch zu nutzen. Das wäre doch mal ein Grund, sich einen alten Emulator wieder runterzuladen. YouTube im Querformat, ohne das Handy zu drehen. Ja, dieser Punkt ist wohl selbsterklärend. Das waren für mich die offensichtlichen Features für den zweiten Screen. Nicht unbedingt überzeugend, oder? Aber kommen wir jetzt zu den Vorteilen, die mir erst bei alltäglicher Nutzung aufgefallen sind und ein richtiger Gamechanger ist. Spiele und Benachrichtigung. Was ist das Nervigste, wenn du gerade auf dem Handy am Zocken bist? Genau, wenn jemand dir schreibt oder eine Benachrichtigung von Kalender, E-Mails und so weiter. Das alles verschwindet nun auf dem zweiten Screen. YouTube, Netflix und Nebenaktivitäten. Ich bin bestimmt nicht der Einzige, der während er auf Netflix eine Serie schaut oder auf YouTube Content konsumiert, nebenbei immer irgendwas anderes macht. Sei es mit Freunden chatten, auf Instagram oder Reddit rumscrollen oder im Internet rumbrowsen. Jetzt mache ich das Ganze einfach auf dem zweiten Screen. Ist es eine coole Serie? Kann man es wie gesagt im Querformat anschauen und unten rumscrollen? Ist es etwas weniger Spannendes? Kann man das Ganze einfach umdrehen? Skripte und Taschenrechner. Wenn ich nur das Smartphone bei mir habe und darauf Übungsaufgaben bearbeite, kann ich auf dem zweiten Screen einfach den Taschenrechner permanent öffnen und so parallel die Sachen nutzen, ohne lästig die Apps hin und her zu wechseln. Browser und Touchpad. Das wohl mit Abstand coolste Feature für mich. Neben der Tastatur kann man nämlich noch zusätzlich ein virtuelles Touchpad öffnen. Mit dem kann man sowohl scrollen als auch einen Klick simulieren. Wie unglaublich cool und nützlich das Ganze ist, wurde mir jedoch erst im Nachhinein klar. Wer kennt es nicht, man möchte etwas antippen und tippt mit dem Finger permanent daneben und muss dann am Ende doch reinzoomen. Jetzt kann ich einfach mit dem Mauszeiger draufgehen und präzise draufklicken. Was aber so richtig geil ist, dass es eine Maus simuliert und damit auch die Features des sogenannten Hovering. Wenn man mit der Maus über etwas hovert, also drüber geht ohne zu klicken, kommen unterschiedliche Funktionen wie zum Beispiel die Vorschau eines Videos, was an einer gewissen Stelle im Video zu sehen ist, oder auch einfach Animationen. Gerade wenn man ein super langes Video anschaut, ist so eine Maus super nützlich und das wurde mir erst im Nachhinein bewusst. Man kann mit dem Wing also einen Laptop eher simulieren, als es ein iPad könnte. E-Mail und Kalender. Während man E-Mails liest und bearbeitet, kann man einfach vereinbarte Termine direkt im Kalender eintragen. Kochvideo und Rezept. Da ich leidenschaftlicher Hobbykoch bin, schaue ich mir dementsprechend viel Inspiration für Rezepte an. Hier kann ich, während das Video läuft, auf dem zweiten Screen einfach das Rezept mitschreiben. Rezept und Einkaufsliste. Nachdem man das Rezept hat, kann man auf dem einen Screen das gesamte Rezept anschauen und auf dem zweiten Screen die Einkaufsliste erstellen. Einige Sachen, die ich erwähnt habe, kann man sicherlich auch alternativ über Multiscreen realisieren, andere nicht. Aber auf dem Wing hat man einmal eine deutlich bessere Übersicht und es macht einfach mehr Spaß. Der Hauptgrund, warum das Wing für mich persönlich das spannendste Smartphone des Jahres ist, liegt darin, dass man dieses Smartphone auch als gewöhnliches Smartphone nutzen kann. Ich muss keinen zweiten Screen mit mir rumschleppen. Ich muss nicht einen kleineren Screen nutzen, wenn ich das nicht aufklappen möchte. Ich muss nicht mit einem Knick in der Mitte direkt im Bildschirm leben. Der einzige Kompromiss mit dem Wing ist einfach nur, dass es schwerer ist als ein normales Smartphone und etwas dicker. Und das ist ein wirklich geringer Preis für die ganzen Vorteile, die man damit bekommt. In dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, spread some love and peace.